Wer hat denn keine Lieblingsblumen? Sie ja Frauen oder was? Darf ich sie nicht danach fragen? Darf ich nicht danach fragen, ob sie Lieblingsblumen hat? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, warum daran eigenartig, dass ich Frauen nach den Lieblingsblumen frage? Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Haben Sie die auch noch irgendwann mal angesprochen? Heute verschwindet jetzt hier. Du sprichst mich an, jetzt spreche ich dich an und du hast keine Argumente. Das ist das Problem. Vielleicht bist du das nächste Mal nicht mehr so frustriert, dann läuft es besser im Leben. Entschuldigung. Kann das sein, dass wir bei Tinder geschrieben haben? Bist du sicher? Ja. Ich habe dir irgendwann nicht geantwortet. Ich glaube, du bist ein bisschen sauer gewesen. Nein. Bist du ganz sicher? Ja, 100%. Wir sollten das ändern. Wie heißt du bei Tinder? Entschuldigung, kurze Frage. Könnte ich mir mal ganz kurz dein Telefon leihen für einen Anruf von meiner Mama? Ja. Ich würde nur kurz sagen, dass ich meine Traumfrau gerade gefunden habe. Ja. Alter. Moment, was ist denn jetzt los? Oh, kannst du mir hochhelfen, bitte? Oh. Ah, oh, fuck, mein Knie. Oh, shit, mein Knie tut mir weh. Alter, mal kurz. Oh. Du weißt aber schon, dass deine Telefonnummer jetzt braucht für die Versicherung, oder? 157. Okay, danke. Ciao, später. Entschuldigung, ja. Darf ich dich was fragen? Welche? Was? Hast du zufällig Google Maps oder Navi oder irgendwas? Tut mir leid, also ich habe gar keinen, müssen los. Ja, ich muss jetzt los. Tut mir leid. Ich wollte nur nach dem Weg fragen. Okay. Nach welchem Weg? Wohin brauchst du? Den Weg zu deinem Herzen. Ciao. ganz ehrliche Frage. So, rein theoretisch, würdest du mich daten? Für ja atmest du einfach weiter, für nein machst du eine Rückwärtsleitung. Schreib dir mal deine Nummer auf. Okay. Okay, das ist gut, dass du die aufschreibst, ja. Weil du musst unbedingt erlebt haben, wie schlecht ich im Bett bin. Wow! Entschuldigung. Kurze Frage. Was macht ein junger, hübscher Mann ohne deine Telefonnummer? Das ist jetzt gebraucht, ne? Ah, anscheinend, ne? Na komm. Der was Spruch war, komm, ja, sei ehrlich, okay. Das ist schon, der war schon gut, würde ich sagen. 9808. Jetzt rufst du mal an, genau. Dann kannst du auch gleich sehen, dass das eine Fake-Nummer ist. Kurz mal was fragen. Ja. Was hast du denn für Lieblingsblumen? Lieblingsblumen habe ich keine. Wer hat denn keine Lieblingsblumen? Sie hier Frauen oder was? Darf ich sie nicht danach fragen? Darf ich nicht danach fragen, ob sie Lieblingsblumen hat? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, warum daran eigenartig, dass ich Frauen nach den Lieblingsblumen frage? Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Haben Sie die auch noch irgendwann mal angesprochen? Heute verschwindet jetzt hier. Lass mich in Ruhe. Du sprichst mich an, jetzt spreche ich dich an und du hast keine Argumente. Das ist das Problem. Vielleicht bist du das nächste Mal nicht mehr so frustriert, dann läuft es besser im Leben. Gute Besserung. Entschuldigung, darf ich kurz mal stören? Nur eine kurze Frage. Was ist ein Anmachspruch, auf den du gut reagieren würdest? Anmachspruch? Irgendeinen, wo du sagst, das würde eventuell ziehen. Eigentlich gar nicht. Ich reagiere überhaupt nicht auf Anmachsprüche. Gar nicht, aber es muss aber irgendeinen Opener geben, wo du sagst, das würde ich durchziehen. Da würde ich sagen, okay, den gebe ich eine Chance. Pass auf, wir spielen eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn ich gewinne, musst du mich küssen. Wenn du gewinnst, darfst du mir eine reinholen. Nee, das mache ich noch nicht. Also ein bisschen reicht ja, also nur so ein kleines bisschen. Okay, gut. Ja? Ja. Okay. Aber nur eine Runde. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. What the fuck, Alter? Lass mich kurz überlegen. Schere, Stein, Papier. Lass mich eigentlich verarschen. Eine Runde noch. Schere, Stein, Papier. Ihr hättet mich echt verdient. Aber ich will erobert werden. So geile Reaktion, Alter. What the fuck, Alter? Was ist mit den Typen los, Alter?